Hallo, ich bin wieder da und Rose ist wieder da und Doggy ist wieder da und ja, wir gehen jetzt weiter Ruinen erkunden. Wuhu! Hi Rose. Du erkundest also auch gerne Ruinen? Ist das ein Scherz? Kein bisschen. Deine Grimassen reichen vollkommen aus, um mich zu unterhalten. Rose, hast du eine Idee, wie wir hier durchkommen? Sieh mich nicht so an. Das ist deine Aufgabe, Kumpel. Ich habe alles versucht, um das Ding zu öffnen, aber es bewegt sich nichts. Kein Plan, du hast eine Menge herumhantiert, um die erste Tür zu öffnen. Schaffst du das nicht nochmal? Wenn Giftpfeile aus den Wänden schießen, bedeutet das sicherlich, dass du etwas richtig gemacht hast. Okay. So geht das. Oder auch nicht. Aber also darunter würde ich ja schon gern. Aber darüber komme ich nicht, ja? Okay. Komme ich denn darüber? Nein. Kriegen wir denn die Tür wieder auf? Ja. Weil wir haben hier noch ein paar andere Wege, genau. Volkranwald. Ebenso da unten. Würde ich nämlich spontan vorschlagen, wir gehen erst einmal nach rechts. Oh, das war die Tür. Ups. Machen dann hier unseren coolen Trick. Rose kommt auch noch mit. Sehr schön. Oh, ist das super. Da war wieder irgendein Viech. Ich gehe jetzt aber gerade Kamille einsammeln. Hier ist eine Wand, die ist undurchlässig. Wo ist denn der Hellion jetzt hin? Ich hätte noch gegen den gekämpft, aber ich wollte erstmal gucken. Ja, hi. Schwäche Erde. Also was ich noch schön fände, wäre irgendwie eine leichte Einstellung für den zweiten Player. Also für Rose, welchen Seraphen sie jetzt hat. Im Kampf. Untot anfällig gegen Arts. Genau, der Schmetterzahn ist unser Freund, was das angeht. Okay. Ausrüstungsfertigkeit erhöht. Schleichender Schritt. Abhängig vom Boden unter deinen Füßen können Schritte von hörenden Feinden wahrgenommen werden. Mit diesem Talent kannst du die Entfernung verringern, bei der ein Feind dich bemerkt, indem du das Geräusch deiner Schritte dämpfst. Wird dieses Talent bis zur maximalen Beherrschung geübt, kann es das Geräusch deiner Schritte vollständig ausblenden. Richtig, wir haben jetzt nämlich noch ein bisschen was Windschreiten. Wir haben jetzt nämlich noch ein bisschen was anzuschauen. Nämlich einmal... Ich hab's schon wieder vergessen, wo man das findet. Das hier, ne? Genau, nützliche Effekte. Wir haben Anlocken und Windschreiten. Nach dem Sieg in einem Kampf unter dem Belauschen von Stadtbewohnern wird die Bewegungsgeschwindigkeit für 30 Sekunden erhöht. Bei höherem Level ist der Tempogewinn größer. Wähle mehrere Figuren aus, um die Verstärkungsdauer zu verlängern. Gib einen zuvor besiegten Gegner an und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass er im Kampf erscheint. Bei höherem Level ist die Wahrscheinlichkeit seines Erreichens größer. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Schleichender Schritt für Snack-Zubereitung. Wir haben den Schatzdetektor. Gesundheitswiederherstellung oder Fusion. Beispielsweise hier den Assassinen, die Assassinen-Dolche. Also sie hat zwei Waffen. Wäre zum Beispiel Quatsch. Das hier könnte man aber noch gut fusionieren, beispielsweise. Aber wir haben keine Dings, weil wir die Gesundheitswiederherstellung drin haben. Die werden wir auch aktuell noch drin lassen. Wir haben Geldfund und die Norminsuche. Wir gehen nochmal auf den Geldfund. Kurzzeitig. Und ja, das sollte damit auch reichen. Die höhere Geschwindigkeit ist nett. Ist auch das Einzige, was aktuell für uns sinnvoll ist. Brennender Ansturm. Da wir gerade nicht auf der Jagd sind, bestimmte Gegner zu jagen. Dornenweste, Bernsteinweste, natürliche Weste, Verteidigung. Die Verteidigung ist deutlich besser. Den Windring kannst du haben, aber nimm lieber diesen hier, solange wir die nicht fusionieren können. Wir haben zwei brennende Anstürme, dann nimmst du die.
Ketten-Nemesis, Windwächter, Wirbelwind, Wirker und Finsterjäger. Führt seine Kette so leichthändig, als wäre sie Teil seines Körpers, doch macht ihre Reichweite sie zu einer gefährlichen Waffe. Sehr viel Krams da unten drin. Schneidet wie der Wind, wütet wie ein Sturm. Ein Titel für jemanden, der den Wind in allen seinen Formen beherrscht. Zwei Sachen rückstoßen und stark gegen Erde, schwach gegen Feuer. Hitzeverteiler ist das Art Angriff. Fokus, ich weiß noch nicht, wie er kämpft. Hier ist auch Fokus. Ein Jäger von Helions umholt von Winden, die alle in seiner Nähe in Stücke reißen können. Wir nehmen mal den Finsterjäger, weil es cool ist. Und bei Rose, Doppelschwertfechterin, Doppelschwertstürmerin, Schattenjägerin oder Hausierer. Nehmen den Hausierer für den Nahkampf. Ist das, denke ich mal, gut. Wir haben Level 21, nur Layla und Mikleo hängen natürlich wieder hinterher. Aus dem Grund werden wir, Ach, Spieler 2, okay. Ja gut, wir haben keinen Spieler 2. Aber ich würde dann, glaube ich, gerne diese Kombination fahren. Dann hat Dazzle seine Rose. Und ich habe Edna, allerdings werde ich sie jetzt wechseln in... Layla. Feuer fehlt mir auch immer noch, glaube ich, als Art. Und zu viert sind wir so viel stärker als alleine. Noch ein Windring. Windschreiten hatten wir eben schon. Okay, irgendwann müssen wir noch einen Speicherpunkt mal finden, denke ich. Gefährliches Treffen. Schwäche Erde. So, dann werden wir jetzt einfach mal gucken, dass wir die hier kaputt machen. So. Was bist du? Du hast Wind als Schwäche. Sehr schön, dann haben wir ja die beste Kombination, aber dann werde ich mich um die Magier kümmern. Da drüben haben wir noch einen. It's not often you see a seraph using a staff like a club. I mastered it while practicing with Saray. It's got the reach you'd need to win, since he's taller. That's not the reason why. But the height. That's not it. Okay. Ausrüstungsfertigkeit erhöht. Genau. Ja gut, das Unlocken jetzt nicht unbedingt. Let's prepare for our next. Ja, gute Idee. Saray, look around you. Apfelgummi zurücklegen. Wir haben gerade leider keinen Speicherpunkt, um irgendwas zu opfern. Also werden wir einfach ein Apfelgummi verwenden. Ritterstolz, reisendes Mädchen. Das werden wir uns auch noch anschauen jetzt. Apfelgummi. Einmal Rose. Eingesammelt, so. Erscheinungsbild, Dazzle. Haarschnitt, Dunkelwindwächter, Dunkelwindwächter. Da gibt's keine Stil-Sachen. Wir können ihm einen Cowboy-Hut aufsetzen, was genau gar nichts ändert. Er hat nämlich schon einen. Den Scheitel links können wir ihm geben, was total bescheuert aussieht. Eine Sonnenbrille, was auch total bescheuert aussieht. Ein Rucksack, was man machen kann, aber nicht muss. Und die Teufelsflügel, naja. Schon ziemlich doof alles. Rosie, wir haben reizendes Mädchen, wir haben Ritterstolz. Dann sieht sie aus wie Alicia. Wow. Und Ritterstolz Alternativfarben. Dann sieht sie nicht mehr aus wie Alicia, hat aber auch diese Rittersachen an. Ich glaube, ich finde sie jetzt reizendes Mädchen tatsächlich schöner. Naja, und wir haben natürlich noch den Stil, um eventuelle Hüte etc. besser anbringen zu können. Aber wir bleiben dabei. Schon wieder? Die sind anfällig gegen Arts. Okay.
So, dann machen wir die mal kaputt hier. Ja, nicht die. Die sind nämlich anfällig gegen Luft. Okay. Oh Mann, ist das ein Chaos hier. Mikleo hat ein Level Up, neues Art, Ausrüstungsfertigkeiten erhöht. Haben wir eigentlich auch ein neues Art gelernt? Schattenschock. Betäubung, Angriff runter. Verteidigung runter. Betäubung, Artverteidigung runter. Betäubung, Schattenschock. Das ist bestimmt interessant. SK-17 ist aber natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, ich wollte nach oben und nach unten die teureren Arts machen. Artverteidigung runter, Himmelsstrom. Dann würde ich, glaube ich, den Schattenschock nach oben setzen. Der zerfleischenden Brise nach unten haben wir das hier. Den den Schallstoß nach rechts und den Schmetterzahn links. Mystisches Art Blitzgewitter. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert alles mit den mystischen Arts. Jadeleuchten. Genau, das wäre doch eigentlich mal eine Option. Wir könnten doch eigentlich mal versuchen, mit Rose zu spielen. Halt ich immer noch für eine gute Idee, Layla? I think I found something. Yeah. Ist das nicht so ein Stein? Gelber Irisstein. Heldalf nutzt diese Kriege dazu, die Venominisierung voranzutreiben und immer stärkere Hellions hervorzubringen. Gut, das hätte ich euch auch sagen können. What was that? It looked like a monster. It's the Earth in Historia. It records events from the past. Is this a record of wars throughout the world? So that guy, Heldulf, he's using those wars as crucibles to breed more malevolence. He pits Hellions against each other in order to increase their strength and ferocity. Disgusting. His heart is surely sunk in the depths of darkness. That's the truth of the Lord of Calamity. Ja, so ist es. There must be herbs around here. Was haben wir hier? Widerstand Wind. Ja, dann müsstest. Dann müsste ich wechseln, genau. Probably some guild member turned Hellion. It specializes in assassin techniques. Watch out. Sie hat einen super coolen Kampfstil. Muss ich mal sagen. Looks like we win. Jawohl, sieht so aus. Roses Kampftalente. Rose führt zwei Dolche und verwirrt ihre Feinde mit schnellen Angriffen. Sie zeichnet sich durch ihre besondere Fähigkeit aus, zwei Waffen auszurüsten, was sich wiederum auf deine Fusionsplanung auswirkt. Sie ist eine sehr energische Kämpferin, was sich an ihren verborgenen Arts, mit denen man Fallen stellen sowie Fallen- und Flugkombos ausnutzen kann, zeigt. Die sollten wir uns dann vielleicht ein bisschen näher anschauen, noch die Arts. Ach komm, ey.
Soft-Eis, ja. Arts. Wir haben wütende Flut, ein verborgenes Art, das das linke Kurzschwert verwendet, um mit einem Wasserstrom anzugreifen, den es dann mit einem Hieb nach links zerteilt. Okay, die kommen nach oben und nach unten. Flimmerdrachen. Ein verborgenes Art mit einem Stoßtritt nach unten, gefolgt von einem Überkopfschwung mit einer Mana geschmiedeten Halbmondklinge, kann bei der Anwendung in einer Luftkombo sofort ausgelöst werden. Schlafender Drache, ein verborgenes Art, das Mana an den Boden unter dem Anwender feuert. Wenn keine Gegner in der Nähe sind, wird es nicht sofort aktiviert, sondern explodiert erst dann, wenn sie näher kommen. Nice. Das klingt sehr viel taktischer als das, was Soray so kann, muss ich ehrlich zugeben. Ein verborgenes Art, das den Gegner aufschlitzt, gefolgt von einem Schwerthieb nach oben. Kann mit anderen Luftkombos kombiniert werden. Und genau. Oh, ihr geht mir sowas von auf den Keks. Ich höre ein lautes Poltern. Ach, jetzt gehe ich noch in die andere Richtung. Okay. It seems there's a treasure chest near us. Allheilmittelstrank. So, okay. Ja, ich will ja noch trainieren. Ist ja gut. Ich will noch Layla auf 20 kriegen auf jeden Fall. Aber ich will jetzt auch erstmal ein bisschen ungestört laufen. Ich höre ein lautes Poltern von oben. Okay. So, Soray hat Edna. Die Frage ist, wie springe ich denn eigentlich? Okay, das ist wütende Flut. Ah, okay, damit habe ich mich in die Luft gesprungen. Hm, okay. Neues Art für Layla, Ausrüstungsfertigkeit von Dazzle erhöht. Und wieder Windschreiten. Gehen wir jetzt gerade mal hier rauf. Schau mal, was wir hier finden. Leider keinen Speicherpunkt. Kommen wir denn trotzdem hier raus? Tatsache. Oh, das ist gut, weil das hier scheint nämlich eine Stelle zu sein, an die wir sonst nicht rankommen. Hallo. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nicht unter Psche richten. Block, Verteidigungsfähigkeit, plus 15%. 5%, Entschuldigung, 15 wäre schön. Hut. Hä, was? Ach, sowas trägt Rose nicht, weil sie zwei Waffen hat. Rüstungen, Kalzitmontur. Machen wir jetzt einen Doppelblock drauf. So, kehrt zurück zum Herrscher des Landes, das kennen wir schon. Wir haben immer noch den silbernen Schlüssel nicht. Wir haben sehr viele Orte jetzt leider schon gefunden, wo wir einen silbernen Schlüssel gebraucht hätten. Es kann sein, dass ich den inzwischen verpasst habe. Oder wir ihn einfach noch nicht haben und später wiederkommen müssen. So einfach ist die Rechnung. Naja. Dann gehen wir wieder hier rein. Und erkunden noch die letzten Stellen. Soray, look around you. Trank des Lebens. Die Aktionspunkt-Suche hat was ergeben. Bestehe ich denn jetzt eigentlich auf komplett manuell? Nee, halbautomatisch. Hm, okay.
Ist auf jeden Fall interessant. So, wie sieht's leveltechnisch aus? Ja. Steigert langsam alles. So, wir haben jetzt Klicken von oben gehört. Na, aber eins fehlt noch. Aber wir waren auf beiden Seiten. Bedeutet wohl, wir müssen noch weitergehen und dann später wieder hierher kommen. Und wir haben wieder Geld. Wir haben zwar genug davon, aber ich möchte trotzdem, dass sie das Talent ein bisschen levelt, wisst ihr? Oh ja, das war ja nice. Wir sind anscheinend alle gleichzeitig reingelaufen quasi. Also bei ihr habe ich jetzt noch weniger Plan von dem, was ich tue, aber das ist ja auch nicht so wichtig, ne? Ach, Moment mal, guck mal hier. Ah, sie ist anfällig gegen Arzt. Okay, da machen wir jetzt auf jeden Fall einiges an Schaden. Ach, damit tausche ich den Platz mit denen. Das ist ja spannend. Wie sieht das jetzt eigentlich mit den Arts in diesen Modi aus? Habe ich da noch mehr? Sturmphantom, okay. Aktuell nicht. Göttlicher Tigersturm, das wäre doch mal eine Idee. You act on instinct way too much. Oh, did your instincts tell you that? Okay. Let's restore our health. Ja, ist eine sehr gute Idee. Das sollst du noch ein bisschen öfter machen. Deswegen lassen wir das auch da drin, weil dann leveln die ja auch diese Fähigkeiten. Genau, es ist schon 12, das ist nicht schlecht. So, und dann gehen wir jetzt noch wieder hoch, weil es hat ja eben das letzte Mal geklickt. Aber den Schatz, den wir uns da jetzt erarbeitet haben, holen wir uns erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.